In diesem Video wird ein Modell eines Katzenschädels gebastelt. Die Grundlage dazu bietet eine Kopiervorlage aus Huberts Aufklapp Zoo vom AOL Verlag. Wir nehmen das Blatt und schneiden zunächst die beiden Teile aus. Nun falten wir sauber alle gestrichelten Linien nach hinten. Dann knicken wir die Laschen A nach hinten, geben Klebstoff drauf und kleben die symmetrischen Seiten an den Laschen zusammen. Damit nur die Laschen festkleben und nicht beide Hälften zusammenkleben, fahren wir mit dem Finger vorsichtig in die Zwischenräume. Nun falten wir ein weißes DIN A4 Papier in der Mitte quer. Nach A kommt B, also wird nun die Klebefläche B mit Kleber bestrichen und so angelegt, dass die gepunktete Linie genau in der Falz liegt. Genauso verfahren wir mit dem zweiten Teil. Auch hier liegt die gepunktete Linie genau in der Falz und wir sehen, die beiden Pfeile stoßen aufeinander. Anschließend wird die Klebefläche C mit Klebstoff bestrichen und das Blatt wird einfach zusammengefaltet und angedrückt. Wenn wir nach einer kurzen Trockenzeit das Blatt öffnen, springt uns ein Katzenschädel entgegen.